Menschen getötet und es Alex angehängt hat, nun sich in seine Familie einzuschleichen. Ich weiß nur eins, ich weiß, dass uns die Zeit wegläuft. Wir müssen jeden unter die Lupe nehmen, klar? Aubrey ist gerade dabei, alles auszugraben, was er über Evans finden kann. Ich will doch nur sagen, dass es keinen Hinweis gibt, dass Evans ein Serienmörder ist. Es gibt keinen Hinweis auf irgendeine andere Person außer auf Rockwell. Genau das ist das Problem. Du denkst also, dass ich mich irre, dass Rockwell schuldig ist? Das habe ich nicht gesagt. Das musst du auch nicht. Ich glaube, dass du die Beste bist. Ich setze alles auf dich. Ich vertraue dir. Entschuldigen Sie bitte, Agent Booth. Mr. Flender, was machen Sie denn hier? Thomas Sorts kam heute sehr aufgebracht zur Arbeit. Er sagte, Sie haben ihn verhört. Ich habe jetzt keine Zeit mehr anzuhören, wie gut Ihre Männer sind. Deshalb bin ich nicht hier. Ich glaube genauso wie Sie, dass Rockwell unschuldig ist. Haben Sie Informationen den Fall betreffend? Nein, aber Sie können mich verhaften. Offiziell als Verdächtigen. Das verstehe ich nicht. Warum sollten wir das tun? Wollen Sie irgendwas gestehen? Nein, aber Rumpel und Swords, die Ex-Häftlinge, die haben für mich gearbeitet. Das macht mich doch genauso verdächtig wie Swords, nicht wahr? Die Richterin wird die Hinrichtung verschieben müssen, wenn sie ihr sagen, dass ich ihr Hauptverdächtiger bin. Das würden Sie für Alex tun. Wie für jeden meiner Männer, den ich für unschuldig halte. Die Richterin.